Und hier können Sie angeben, ob es Ihnen zu langsam ist oder zu schnell die Vorlesung. Und wenn Sie hier auf Minus tippen, dann sehe ich das hier auch auf dem Display hier, auf dem Ding hier. Und ich kann dann versuchen, schneller zu werden. Natürlich muss ich das immer ein bisschen abwägen und es gibt ja dann vielleicht auch irgendwelche interessanten Vorgänge, dass irgendjemand meint, nee, mir ist das durchaus nicht zu langsam, mir geht es sogar noch zu schnell, aber das sehe ich dann auch noch so einen Mittelwert. Um das vielleicht nochmal zu zeigen, wie Sie da hinkommen, Sie müssen natürlich die Vorlesung in Ihrem Stundenplan haben. Sie müssen auch hier sein, in diesem Hörsaal, und wenn die Vorlesung dann losgeht, die Uhrzeit ist relevant, wenn Sie also auf Ihrem Gerät die falsche Uhrzeit eingestellt haben, dann klappt das auch wieder nicht. Also wenn hier dann steht, Vorlesung Grundlagen der Informatik, und es ist tatsächlich 9.15 Uhr und Sie sind hier in so einer Umgebung vom Hörsaal, dann können Sie das hier sehen und versuchen mir mitzuteilen, ob ich jetzt langsamer oder schneller machen soll. Gut, ich fange jetzt überhaupt mal wieder an mit der Vorlesung. Ah, es gibt doch noch was ich sagen wollte. Heute Nachmittag, zu der Vorstellung heute Nachmittag, kommt wohl das MDR-Fernsehen, um noch ein paar schöne Bilder zu machen, wie wir das hier in der Vorlesung benutzen. Die interessieren sich da dafür. Die möchten das auch, ich glaube, in welchem Ding, Sachsenspiegel oder wie heißt das Teil, zeigen, wie wir hier Vorlesungen machen und sie mich bremsen oder mit dem Stoppschild anhalten können. Mal sehen, wie das wird. Ich muss Sie also vielleicht heute Nachmittag um ein klein wenig Geduld bitten, um 16 Uhr. Vielleicht sind Sie da noch mit Ihren Kameras zugange und so weiter. So, jetzt aber möchte ich mit der Vorlesung beginnen, mit dem Kern der Vorlesung und nicht mit den Präliminarien. Ich habe letztes Mal ein wenig über Sequenzialisierung gesprochen, wie man versuchen kann, aus einem Problem ein Programm zu machen. Wir sind dann zu dieser stufenweisen Verfeinerung, Stepwise Refinement, gekommen, oder schrittweisen Verfeinerung. Ich habe versucht, Ihnen mit dem Kaffeekochen, mit diesem Trivialbeispiel, dieses Aufbrechen in Unteraufgaben, in Einzelaufgaben klarzumachen. Und danach haben wir dann hier angefangen mit Programmieren in C im Speziellen. Weil ich über stufenweise Verfeinerung gesprochen habe, liegt mir natürlich auch das Thema Funktionen am meisten am Herzen. Weil wir die Funktionen benutzen, um diese einzelnen Aufgaben, in die unser ganzes Problem zerfällt, in Funktionen zu verpacken. Oh. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, schon Panik. Jetzt könnte ich natürlich fragen, jemand hat auf den Stoppknopf gedrückt, ne? Jetzt könnte ich natürlich fragen, was denn die Frage ist. Weil es bei den Funktionen kam, also nochmal kurz zu den Funktionen. Sie haben, naja, wenn wir uns jetzt hier nochmal zurückbesinnen auf die Sache mit dem Kaffee kochen. Ja, wir haben das Problem Kaffee kochen. Und was ich jetzt klar machen möchte, ist, dass wir diese einzelnen Schritte des Gesamtproblems, ne, schon in Funktionen aufteilen können. Also die erste Funktion wäre jetzt zum Beispiel, dass wir vom Kaffee kochen das Wasserkochen aufrufen. Die zweite Funktion wäre dann, den Nescafé in die Tasse packen. Und die dritte Funktion wäre Wasser in die Tasse. Jetzt müssen wir natürlich in dieser Funktion hier wieder, wir identifizieren solche Einzelaufgaben, und jetzt wird wieder
Stellen wir in unsere Funktion, könnten wir zum Beispiel nur 5 solche einzelnen Funktionen reinpacken. Kessel mit Wasser füllen, da wird also aus dieser Funktion Wasser kochen. Erstens die Funktion Kessel mit Wasser füllen aufgerufen, dann auf die Herdplatte stellen, dann die Herdplatte anstellen, die dritte Funktion, die vierte, die fünfte und so weiter hier auch. Und weil die Funktionen, wie Sie hier sehen, Parameter haben, einen oder mehrere, wir werden dann noch weiter arbeiten an den Funktionen, weil die Parameter haben, können wir die nicht nur für einen speziellen Zweck benutzen, den wir da so beim Stepwise Refinement entwickelt haben, sondern wir können sie auch, wenn es um solche Sachen geht wie füllen, parametrisieren, ja, hier was füllen, mit was füllen, wie viel. Wir haben also zum Beispiel eine Funktion füllen, die können wir benutzen, um das Wasser in den Kessel zu kriegen. Die können wir aber auch benutzen, um das Wasser in die Tasse zu kriegen, weil wir ja parametrisieren können. Was soll rein, wo hinein und eventuell noch wie viel. Also die Funktion, wie ich sie hier einführen möchte, die dienen dazu, erstens das Programm zu strukturieren, also Einzeloperationen, wir werden noch fleißig über Einzeloperationen sprechen, Einzeloperationen zusammenzufassen zu was Sinnvollem. Oder wenn wir von oben nach unten gucken, vom Problem auf die Operationen des Programms gucken, zum Aufteilen in sinnvolle Aufgaben, damit wir diese sinnvollen Aufgaben dann einzeln und konzentriert, fokussiert lösen können. Und zweitens auch, um zu verallgemeinern, um also solche Sachen wie füllen oder messen, abwiegen, zu kapseln, zu verallgemeinern, sodass wir nur noch eine Funktion haben zum Füllen und die mit für viele unterschiedliche Füllvorgänge benutzen können. So, ich habe jetzt hier versucht, insbesondere an dieser Zeichnung, die wichtigen Elemente an so einer Funktion in der Programmiersprache zu kennzeichnen. Wir haben also hier oben den Namen der Funktion. Das steht hier jetzt für, wir wollen hier quadrieren mit dieser Funktion. Das ist natürlich eigentlich ein zu triviales Beispiel. Aber andererseits ist es dann eben schön klar, dass es hier weniger um den Inhalt, die Arbeit hier geht, sondern mehr um die Art, es zu formulieren, die Abstraktion. Also, hier oben den Namen, was das Ding machen soll. Und natürlich müssen wir uns einen guten Namen ausdenken. Einen, der es schön kennzeichnet, das, was wir machen wollen. Und dann haben wir hier oben, links davon, von dem Namen, das, was die Funktion zurückliefern soll. Und hier rechts die Parameter. Und da steht dann hier davor, hier kommt ein Integer hinein. Und im weiteren Verlauf der Funktion und nur hier unten in dem gelben Kasten nennen wir dieses Integer, was da hineinkommt, num. Den Namen können wir uns auch wieder selber ausdenken und wieder sollte er halbwegs vernünftig sein. Das hier außen, das ist die Deklaration. Deklaration, das ist das, was der oder die Funktion benutzt, das Programmteil, das die Funktion benutzt, sehen muss von der Funktion. Wir könnten hier hinten vielleicht noch weiter dran schreiben, so einen Kommentar, was das Ding tun soll. Das Wichtigste sollte hier schon im Namen stehen und in den Parametern stehen. Das hier oben, diese Zeile, die sehen die Leute, die Benutzer, die außen stehen. Was hier innen drin vorgeht, das geht eigentlich nur die Funktion was an, beziehungsweise den, der sie programmiert.
Und es gibt sogar Programmiersprachen, in denen ist das hier völlig versteckt, sodass die anderen da wirklich nicht hinein können, nichts davon sehen, sondern nur der, der das programmiert hat. Also das hier oben ist das Interface, das hier unten ist die Implementierung. Und wenn Sie was programmieren, dann ist das eigentlich auch vernünftig so vorzugehen, dass das innen drin, wenn Sie sich mal davon überzeugt haben, dass das richtig ist, dass Sie das nicht mehr anschauen müssen. Ich habe jetzt, weil wir ja auch irgendwie mit ein paar Beispielen in den Übungen und hier in der Vorlesung vorankommen müssen, gleich mal drei Funktionen, die eigentlich ständig gebraucht werden, zu präsentieren. Die erste Funktion, die ich präsentieren möchte, ist das ScanF. Ich habe eben gesagt, Funktionen sind zum Abstrahieren da. Jetzt möchte ich konkret eine Abstraktion präsentieren zum Einlesen von Zahlen, Buchstaben und so weiter. Also von diesen elementaren Datentypen, die wir besprochen haben. Diese Funktion scanf, warum das scan heißt, die Eingabe anschauen und zerlegen in Einzelteile, dafür soll das scan stehen. Diese Funktion scanf, die schaut, die beobachtet die Tastatur und das, was wir da eingeben, bis zu einem Abschlusszeichen, das Zeilenende, also die Carriage-Return-Taste. Das liest es ein und teilt es auf in ein paar Variablen, die wir dann später in unserem Programm benutzen wollen. Also, Eingabewerte von der Tastatur einlesen. Wir können hier dem scanf, hier ist ein Beispiel, ein paar Parameter mitgeben. Im ersten Parameter, das ist eine Zeichenkette, ein String, da steht drin, was denn eingelesen werden soll. Mit so einer interessanten Spezifikation hier. Prozent bedeutet, das Prozent D, wenn die hier so hintereinander stehen, Prozent D bedeutet, wir wollen einen Integer einlesen, Prozent I auch, aber die Regeln dafür unterscheiden sich dann leicht. Prozent E, F und G, eine Floating-Point-Zahl einlesen, Prozent C, einen Buchstaben einlesen und Prozent S, eine Zeichenkette einlesen, einen String. Also hier wollen wir von der Tastatur eine Zahl einlesen, einen Integer. Wenn ich hier schreibe, Prozent D, erste Zahl, dann soll die erste Zahl, die Sie da eintippen, also zum Beispiel 42, hinterher, wenn das scanf fertig ist, hier in dieser Variablen erste Zahl drinstehen. Und danach soll noch eine zweite Zahl eingelesen werden und die soll in diese Variable hineinkommen. Wenn das hier so aufgerufen wird, das Ding so aufgerufen wird, dann blinkt da in der Eingabe, im Eingabefenster der Cursor und ich bin dran mit eingeben, der ich vor der Tastatur sitze. Also tippe ich zum Beispiel 1, 2, 3 ein und was jetzt intern passiert, was das scanf macht, ist, er nimmt mal die 1 und dann schaut er das nächste Zeichen an. Wenn das noch eine Zahl ist, 2, dann denkt er sich, ja, der hat jetzt immerhin schon 12 eingegeben. Wenn noch eine 3 kommt, denkt er sich, ja, das war keine 12, der meint wohl was Größeres, also 120 plus das, was er als letztes eingegeben hat, hier, der Dreier, 123. Mal gucken, was noch passiert. In dem Augenblick, wo Sie einen Zwischenraum eingeben, erkennt das scanf, da ist eine ganze Menge Programm dahinter. Da wird schon Arbeit für Sie erledigt, für uns erledigt. Merkt das scanf, aha, der ist fertig mit dieser Zahl. 123 war es. Und er packt die 123 natürlich irgendwie binär kodiert
hier in das erste Zahl hinein. Weil ich aber gesagt habe, bitte zwei Zahlen eingeben, schaut er sich noch die nächste Ziffer an. 4, dann kommt noch was, 5, kommt noch was, 6. Ich könnte hier auch mehr Stellen haben, 5 Stellen oder sowas haben. Und irgendwann, ja, entweder wieder ein Blank oder gleich das Carriage Return. Carriage Return, diese Taste da rechts mit dem Häkchen drauf. Dann steckt er das 4, 5, 6 hier in die zweite Zahl rein und der Eingabevorgang wird beendet. In dem Augenblick, wo Sie hier das Carriage Return drücken. Wenn wir hier eine Floating-Point-Zahl reingeschrieben hätten, also hier zum Beispiel Prozent %F, dann würde der das, was da kommt, als Float interpretieren. Dann könnten wir auch welche Dezimalpunkte eintippen oder mit Vorkomma und Nachkomma stellen. Und dann wird es umrechnen. Er wird es übrigens ganz schlau umrechnen, wenn wir 27,34, naja, eigentlich Punkt 34, englische Schreibweise oder amerikanische Schreibweise, wenn wir also 27,34 eintippen, dann würde er das dann umrechnen in 0,2734 mal 10 hoch 2 und das würde dann hier hinten drin stehen, wenn das denn vom Typ Float wäre. Also diese Funktion scanf, die liest all diese Sachen ein, von der Standardeingabe, vom Standardeingabegerät. Und das ist meistens die Tastatur. Naja, hier auf so einem Gerät wäre es dann eben diese virtuelle Tastatur, die aufklappt, wenn wir sie brauchen. Das kann man umleiten und ändern, das wollen wir aber jetzt nicht machen. Dieses Ampersandzeichen hier, das kommerzielle Und, dass das da vor dieser Variable steht, das hat einen Grund, aber den erkläre ich Ihnen erst später. Vorläufig, wenn wir scanf benutzen, schreiben wir diesen Apparat da einfach hin. Und naja, irgendwann später liefere ich dann auch noch warum. Wenn ich in meinem Programm einfach das Ding hier hinschreibe, so, das habe ich eben schon gesagt, dann blinkt da dieser Cursor und das ist es auch. Da steht nicht, das scanf erwartet jetzt Ihre Eingabe oder bitte geben Sie eine Zahl ein, sondern da blinkt der Cursor einfach und Sie müssen wissen, dass Sie jetzt was eingeben sollen. Woher wissen Sie das? Na, die Eingabeanleitung, die muss man separat erzeugen mit einer anderen Funktion, mit dem printf und über das printf, da will ich jetzt reden. Das ist die zweite wichtige Funktion. Die erste hatten wir jetzt, scanf. Die zweite ist das printf. Und das einfachste printf, das wir an vielen Stellen finden, das ist printf, Klammer auf, und dann ein einziger Parameter, Hello World. Der String. Ich könnte auch schreiben, willkommen zur Vorlesung Grundlagen der Informatik. Hier muss ein String stehen. Diese Anführungszeichen hier sagen, der String geht los, dann kommt der String und dann Anführungszeichen zu, String zu Ende. Und wenn das printf den String hier ausgegeben hat, freut sich, ist fertig und ja, macht Feierabend, kehrt zurück zu dem, der das aufgerufen hat. Es geht ja, zum Standard-Out, das ist in der Regel der Bildschirm. Und hier unten, da wollte ich hier mit diesem schwarzen Kasten, auf dem diese grüne Eingabe hier, eine Ausgabe erscheint, klar machen, das haben wir hier so ein Fenster im alten Stile, deshalb grün auf schwarz. Und da steht eben hier ein printf, Buchstaben eingeben, Doppelpunkt und Hochkommas wieder. Das ist das hier. Und danach, jetzt hier, steht das scanf. Und jetzt sehen Sie,
Wir setzen solche Funktionen aneinander und kriegen schon eine ganze Menge Funktion von unserem Programm oder Leistung von unserem Programm, was wir da basteln. Jetzt schreibe ich hier scanf %c. Ich will einen einzigen Charakter von der Eingabe haben und schreibe hier hin, das soll in die Variable Zeichen hinein. Die Variable Zeichen, die hätte ich natürlich da oben davor irgendwie machen müssen. Also, ein Buchstabe soll hier hinein. Jetzt, wenn dieses scanf aufgerufen worden ist im Programmablauf, blink, steht dann also hier Buchstaben eingeben, das unten drunter wird noch nicht dastehen, Buchstaben eingeben, Doppelpunkt, und hier würde dann dieser Strich, der Cursor, ein wenig blinken. Jetzt würde ich dann an der Tastatur oder Sie das große A eintippen. Das scanf ist fertig, kehrt zurück und jetzt wird diese Funktion printf aufgerufen. Und in printf, da geben wir aus, der Zeichenwert ist Doppelpunkt. Und dann möchte ich das Zeichen hier als Dezimalzahl interpretiert ausgeben und danach noch einen Zeilenwechsel machen. Über Zeilenwechsel und sowas gleich noch ein Wort. Das Backslash, der Schrägstrich, aber verkehrt rum. N bedeutet Zeilenwechsel. Ja, und da würde dann eben 65 ausgegeben. Letztes Mal haben wir ja über, ich weiß nicht, vormittags oder nachmittags letzte Woche über ASCII-Zeichen und so weiter gesprochen und Prozent. Und 65 ist eben genau der ASCII-Wert vom großen A. Also dieses kleine Beispielprogramm produziert A ein bisschen User Interface und B liest ein einziges Zeichen ein. Damit wir nicht immer nur eins einlesen müssen, können wir auch irgendwie was Komplexeres hier in so ein printf reinstecken, sagen, es sollen 3 Zahlen eingegeben werden oder 5 Zahlen eingegeben werden. Hier habe ich das printf als Beispiel für eine Ausgabe. Hier sind 3 Zahlen, schreibe ich da, und dann kommt als erstes ein Float, dann eine Dezimalzahl, also ein Integer, und dann wieder ein Float, und die 3 hier sollen das eben sein. Was das printf macht, es mischt den Inhalt von diesen Variablen, die hier hinten stehen, über Variablen sprechen wir heute auch noch, den Inhalt von diesen Variablen in diesen Ausgabestring hinein. Die erste Variable kommt hier, wird da ausgegeben, da hineingemischt, wo hier das erste Prozent f oder d steht, die zweite hierhin, die dritte dahin. Es ist Ihre Aufgabe, das richtig zu sortieren. Wenn Sie hier vorne nur 2 von diesen Formatanweisungen hätten, dann würde eine von diesen Variablen hier hinten ignorieren, die hinterste. Also Sie müssen schon, wenn Sie das benutzen, dafür sorgen, dass wir hier 3 solche Formatanweisungen haben, um hier hinten die 3 Variablen rauszukriegen, gedruckt zu kriegen. Ich habe hier oben geschrieben, scanf und auch printf vertragen beliebig viele Parameter. Das ist ein bisschen untypisch für Funktionen. Die Funktionen, die wir schreiben werden, da müssen wir genauso viele Parameter vorher deklarieren, wie wir hinterher haben wollen. Und der Verwender muss dann genauso viele reinschreiben. In diesem Sinne sind printf und auch das scanf Ausnahmen. Da kommt vorne ein String und hinten dann so viele Parameter, wie es eben braucht, für diese Formatanweisung hier vorne. Und ich gebe zu, das ist
Leicht verwirrend vielleicht. Mal gucken, wie das hier aussieht. Oh, hat keiner mehr was gesagt. Das ist leicht verwirrend. Das müssen wir einfach mal jetzt so akzeptieren. Also, Scan-F hier unten, um irgendwas einzugeben. Und Print-F, das werden wir noch viel mehr benutzen, natürlich, um die Bedienungsanleitung für die Eingabe zu erzeugen und das Resultat auszugeben. Hier hatte ich, naja, das ist schon wieder dieses Muster, ne, was ich ein paar Folien vorher versucht habe, Ihnen nahezubringen. Na, Eingabe, verarbeiten, Ergebnis präsentieren, Ausgabe. Worauf mappt das hier? Eingabe und hier Ausgabe. Die Verarbeitung, naja, es ist halt so einfach, dass wir nicht viel verarbeiten können an dieser Stelle. Falls Ihnen eine Frage einfällt, möchte ich Sie bitten, entweder hier nochmal zu drücken oder klassisch mit den Armen zu wedeln, wie Sie es in der Schule gelernt haben. Mehr oder weniger erfolgreich. Und jetzt habe ich noch eine dritte Funktion. Und die dritte Funktion, die muss man auch ein bisschen erklären. Das ist ein bisschen eine besondere Funktion, weil sie nämlich für ihr ganzes Programm steht. Für das, was sie produzieren. Die Funktion Main. Und da steht hier in der ersten Zeile auch, dahinter steckt das selbstgeschriebene Programm. Also das, was wir, ja, das Interface von uns zum Betriebssystem oder vom Betriebssystem zu uns, das ist das Main. Wir programmieren ein Programm und wenn es fertig ist, dann wird unser Programm aufgerufen, indem das Betriebssystem diese Funktion Main anspringt, aufruft. Das ist der Eintrittspunkt in unser Programm, das Main. Ich habe hier wieder ein Beispiel, hier vorne noch ein bisschen Gedöns. Include, da dieses Standard I.O., da stehen der Print-F und der Scan-F drin. Was das bedeutet, das mit dem Include, da kommen wir auch nochmal irgendwann dran vorbei. Vorläufig einfach, das schreiben wir hier vorne hin. Und in dem Standard I.O. ist das Scan-F und das Print-F drin, das wir brauchen. So, und jetzt kommt diese Funktion Main. Hat überhaupt keine Parameter hier, liefert einen Integer zurück. Über das Integer kommt gleich noch was. Und hier geben wir mal was aus. Statt Hello World, wie es so häufig ausgegeben wird, geben wir jetzt mal hier Kuckuck aus. Und dann geben wir 0 zurück. Hier oben dieses Integer von dem Main. Das heißt ja, dass die Funktion Main dem, der es aufruft, in Klammern das Betriebssystem, dort zurückgibt, in diesem Integer, ja, das Resultat. Und das Betriebssystem erwartet von uns das Resultat, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn wir da eine 0 reinschreiben, dann wird das Betriebssystem zufrieden nicken und sich denken, es ist nichts passiert, können wir weitermachen. Wenn wir da eine minus 27 reinstecken, wird das Betriebssystem hier unten dann nach der Ausführung noch eine Meldung ausgeben. Das Programm, das aufgerufene Programm, ist mit einer Fehlermeldung, ist mit einem Fehler 27 zurückgekommen. Irgend sowas. Also eigentlich wollen wir hier schon 0 zurückgeben. Dann kommt das hier raus aus dem Main und das Betriebssystem ist glücklich. Wenn es nicht geklappt hat, können wir irgendwas anderes ausgeben. Können wir noch einen anderen Return-Wert zurückgeben. Ja, hier sehen Sie mal, dass das Return dem hier einen, ja, die Funktion hier was zurückgibt. Übrigens der Print-F und der Scan-F, die geben auch was zurück. Hier irgendwie, ja, die Anzahl Variablen
oder Zeichen, ich weiß es immer nicht genau, müssen wir nochmal nachgucken, die eingegeben worden sind. Und hier naja, auch so eine Meldung über das, was ausgegeben worden ist. Hier geben wir zurück, ob es alles geklappt hat. Das, was wir hier drin gemacht haben. Nun, das war einfach genug hier. Dieses Printf da, da war ja nicht viel. Also das Main, unser Interface zum Betriebssystem. Dort, wo wir aufgerufen werden. Der, von dem wir aufgerufen werden. Das Betriebssystem, das springt dann hier hin. Die erste Instruktion, die von uns, die von unserem Programm ausgeführt wird, das ist also hier das Printf. In unserem Programm, ich denke wieder zurück an Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, hier ist es mal ein Programm, das nur ausgibt. Das Kuckuck eben. Diese paar Zeilen hier, die muss ich natürlich irgendwie reinkriegen, sodass es dem Compiler geben kann. Hier, dieser hier, der CC ist der Compiler, den wir benutzen. Der macht dann auch dieses Zusammenfügen mit anderen Modulen. Na, das Standard I.O. muss eben dahin geklebt werden, da dran geklebt werden, damit das Printf vorhanden ist. Dieses Programm, das gehen wir ein mit irgendeinem Editor unserer Wahl. Da kann man das Notepad benutzen oder TextEdit. Für die Hartgesottenen, der VI, wie in der alten Zeit, oder der Emacs, oder der X-Edit, oder sonst was. Wir brauchen irgendein Programm, das uns erlaubt, Zeichen einer Tastatur einzutippen. Und das, was wir eingetippt haben, das kommt dann in eine Textdatei. Die Datei, die nennen wir sinnvollerweise natürlich irgendwie .c beim Sichern, zum Beispiel myprogram.c, dann wissen wir, da steht C-Programmcode drin. Ja, und dann, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir hier im Terminalfenster, leider habe ich, und das ist jetzt schon ein Fehlerchen, meinen Laptop vergessen, sodass das hier auf dem anderen Bildschirm vorführen könnte. Das muss ich dann heute Nachmittag noch mitbringen. Dann müssen wir das nochmal machen. Da würde ich also eintippen im Terminalfenster CC, C-Compiler, können wir uns jetzt mal so vorstellen. Das hier heißt, dass wir alle Fehlermeldungen haben wollen. Also auch Hinweise, das ist nicht so schön. Und natürlich auch die echten Fehlermeldungen. Und dann sage ich, ich möchte das Programm übersetzt haben, myprogram.c, und das Resultat, das soll in diese Datei hier rein, minus o heißt Output-Datei, die heißt jetzt so. Jetzt, wenn ich das hier abgeschickt habe mit carriage return, das, was ich hier eingetippt habe, ja, da den Compiler aufrufen, der hat natürlich auch irgendeine Funktion main. Und die Funktion main kriegt hier ein paar Parameter mit, die guckt sie sich an, die wird feststellen, die Datei myprogram.c, die muss ich jetzt aufmachen, anschauen, da steht das hier drin. Und wenn es richtig geschrieben ist, also richtig im Sinne von kein Syntaxfehler, dann soll das Übersetzte hier hinein in diese Ausgabedatei. Der CC, der braucht einen Augenblick, der muss nämlich im Hintergrund auch noch dieses Standard I.O. suchen und da dran kleben an ihr Programm, an den Code, der hier erzeugt worden ist, und das alles zusammen dann rausschreiben auf die Festplatte. Wenn der also jetzt hier fertig ist, naja, Computer sind schnell genug, es dauert nicht mehr 2 Minuten, es dauert auch keine 2 Sekunden, sondern es ist eigentlich blitzschnell erledigt, dann kommt hier wieder der nächste Pfeil und ein blinkender Cursor. Und dann können wir eintippen, dass unser Programm gestartet werden soll. MyProgram hier und dieses Punkt, Slash, das brauchen wir, damit das Betriebssystem im richtigen Verzeichnis nachguckt.
Und dann läuft unser Programm. Dann wird das Main angesprungen. Hier. Das wird angesprungen und da steht eben nur drin, dass Kuckuck ausgegeben werden soll und zum Betriebssystem zurückgekehrt werden soll. Da steht hier eben das Kuckuck. Auf der Ausgabe, das ist der Standard Out. Und weil wir hier mit Return zurückkehren und sagen, wir sind fertig, und es hat geklappt, kommt hier wieder der Pfeil, sodass wir wieder die Eingabeaufforderung. Das ist jetzt eine Abfrage vom Betriebssystem. Was also jetzt hier stattgefunden hat, ist, Betriebssystem läuft, hier vorne. Das Betriebssystem sagt, es hätte gerne eine Eingabe, indem es uns diesen Pfeil präsentiert. Nur das größere Zeichen. Dann können wir hier was eintippen. Jetzt läuft dann ein Augenblick, bis hier wieder der Pfeil kommt. Der Compiler holt sich von der Eingabe des Compilers unseren C-Code, übersetzt ihn, schreibt das Ganze in die Ausgabe hinein, ist fertig und geht zum Betriebssystem zurück. Das Betriebssystem fragt uns den Benutzer jetzt wieder ab, was gibt's denn? Wir tippen ein, My Program soll aufgerufen werden. Das Betriebssystem holt das My Program, muss noch ein bisschen was gemacht werden, lädt es in den Speicher und so weiter. Und dann wird My Program angesprungen. Jetzt läuft das Betriebssystem mal einen Augenblick lang nicht, sondern wir laufen hier, machen diese Ausgabe. Mit Return geben wir die Kontrolle ans Betriebssystem zurück. Es ist unser Ding gemacht. Und das Betriebssystem zeigt hier wieder diesen Pfeil an. Fragt uns, ja, was wird jetzt gemacht? Also hier sehen wir, dass das Betriebssystem zweimal den Computer, die Rechenleistung, die CPU, wenn Sie so wollen, an ein anderes Programm abgibt. Einmal an den C-Compiler und einmal an MyProgram. Und das ist das, was wir gemacht haben. Davor könnten wir zum Beispiel auch den Editor aufrufen, ein VI oder sowas, und dann hätte der für eine Weile die Kontrolle und danach das CC. Unser Arbeitsablauf ist natürlich, wir tippen mit dem Editor ein Programm ein, wir schmeißen den C-Compiler an, der C-Compiler sagt, da ist irgendwo ein Syntaxfehler, hast dich vertippt, zeigt uns auch, wenn wir Glück haben, ziemlich genau, wo das ist. Und naja, bei den meisten von diesen Syntaxfehlern ist gar nicht viel Arbeit, bis wir es repariert haben. Dann schmeißen wir den Compiler nochmal an, der zeigt uns noch einen Syntaxfehler. Das geht dann 2, 3, 4, 5 Mal, je nachdem, wie lang unser Programm ist. Irgendwann findet er keine Syntaxfehler mehr. Und dann können wir unser Programm mal anschmeißen. Dann wird das Programm typischerweise noch nicht das tun, was wir uns von ihm erwarten, sondern irgendwas anderes. Dann müssen wir wieder den Editor anwerfen, den Compiler und das Programm anwerfen. Also so eine Schleife. Über Editor, Compiler, Programm ausführen und je nachdem, wie schwierig das Programm ist oder wie einfach und wie schlau wir sind, ist das Programm schneller nach ein paar Minuten, wenn es ein billiges, einfaches Programm ist, oder nach ein paar Stunden, wenn es ein bisschen eine Herausforderung ist, oder wenn es ein richtiges, großes Programm ist, nach Tagen, dann mal fertig. Fragen hierzu? Fällt Ihnen keine Frage dazu ein? Oder Sie haben es alle verstanden? Da können wir uns jetzt aussuchen. Ich habe bisher schon ein paar Mal diesen Begriff Variable gebraucht. Jetzt muss ich, nachdem wir über Funktionen gesprochen haben, über den Begriff Variable etwas erzählen. So eine Variablendeklaration, die haben wir auch schon verwendet. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück und zeige dahin, da an dieser Stelle, Integer Result.
so eine variablen Deklaration, die brauchen wir an ganz vielen Stellen in unserem Programm. Insbesondere am Anfang von irgendwelchen Funktionen. Steht also der Funktionskopf und danach die geschweifte Klammer auf, die mehrere solche Statements, Anweisungen, Deklarationen zusammenfasst zu dieser Funktion. Da stehen fast immer Variablen-Deklarationen, nachdem wir die Funktion mal deklariert haben. Und so eine Variablen-Deklaration, da wird kein Code ausgeführt. Da wird nur dem Compiler gesagt, wir brauchen Platz. Und zwar nicht irgendeinen Platz, sondern typisierten Platz. Typisiert im Sinne von, hier steht der Typ, den wir haben wollen, hier steht der Name, wie wir den Platz bezeichnen wollen, benennen wollen. Und auch hier ist wieder wichtig, einen vernünftigen Namen aussuchen, bitte. Einen, der das, was wir da aufheben wollen, gut kennzeichnet. Das, was da drin steht in dem Platz, gut kennzeichnet. Man nennt sowas auch einen Identifier, den Namen hier. Das Result, das habe ich mir jetzt also ausgedacht, wird wohl für Resultat stehen. Result, na, im Zusammenhang mit einer Funktion ist es schon irgendwie klar, hier soll das stehen, was ich berechne. Natürlich sollten Sie darauf achten, wenn Sie mehrere haben, dass die alle vernünftig benannt sind. Also die Variablen, die man in der Funktion hat, einfach V1, V2, V3 zu benennen bis V27, das ist jetzt nicht so vernünftig. Sondern der Name, der soll schon irgendwie was Konzeptuelles haben. Abstrahieren ist wichtig. Und wenn wir die Variablennamen richtig wählen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Weil in dem Variablennamen eben, da steckt auch Konzept drin. Das ist Teil der Analyse. Die Auswahl von solchen Namen für Funktionen, für Variablen, die gehört ganz wichtig zum analytischen Teil des Programmierens, zum abstrahierenden Teil des Programmierens und weniger zum ausführenden Teil. Also, schöne Namen ausdenken, bitte. Was wir da verwenden können, sind Buchstaben und Ziffern. Am Anfang kann keine Ziffer stehen, also 1i ist kein anständiger Variablenname, aber Index 1 ist einer. So muss man mit einem Buchstaben beginnen oder mit so einem Unterstrich beginnen. Ich empfehle Ihnen aber, Ihre Variablennamen jetzt nicht mit dem Unterstrich zu beginnen. Das macht man eigentlich, um klarzumachen, dass das irgendwelche Systemsachen sind. In unserem jetzigen Zustand benutzen wir das eigentlich nicht, sondern wir fangen an mit Buchstaben. Hinten dran vielleicht eine Zahl. Noch um irgendwas auseinanderzuhalten. Index 1, Index 2, ne? Das ist vielleicht okay. Ich bitte Sie zu beachten, dass die Variablennamen case-sensitive sind. Zumindest in dieser Programmiersprache C. Wenn man großes K schreiben, ein Integer mit einem großen K anfordern, also Integer K schreiben und das K ist groß, dann ist das was anderes als das Integer K kleingeschrieben. Das schreiben wir jetzt nochmal hier hin an die Tafel. Hier sage ich, ich will jetzt ein paar Integers haben. Das holt mir ein Integer, Komma, heißt, ich will noch eins, sagen wir mal einen L und einen M. Und jetzt schreibe ich hier noch ein kleines M hin. Jetzt kriege ich vier Variablen. Und dieses M ist ein anderes als dieses. In anderen Programmiersprachen, dem Pascal,
gibt es zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Groß M und Klein M. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich schlau ist, dass es eine Unterscheidung zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben gibt in variablen Namen. Ich bin fast der Meinung, das ist nur eine Fehlerquelle, weil man sich mal eben vertippen kann, ne? Und das Shift vergisst oder sonst was. Ich will Ihnen sagen, dass es sowas gibt, hier an dieser Stelle, dass Variablen, Namen, alle Identifier, die Sie sich aussuchen, auch Funktionsnamen, case-sensitive sind. Ich möchte Sie aber davor warnen, das zu benutzen, um irgendwelche schlauen Tricks da einzubauen. Ich hatte hier irgendwie, ach ja, das Zitat kommt später noch in der Vorlesung, vielleicht nicht heute, aber die Tage mal. Je raffinierter Sie Ihr Programm formulieren, desto schwieriger wird es auch, Fehler zu finden, falls welche drinstecken. Also solche Tricks mit großen und kleinen Buchstaben würde ich nicht verwenden. Denn ein halbes Jahr später haben Sie den Trick vergessen und Sie müssen immer noch das Programm warten und reparieren. Na gut, also, das hier interpretieren wir als Warnung. Identifier. Die suchen wir uns aus für Variablen, die suchen wir uns aus für Funktionen. Namen, die wir frei aussuchen können und die sinnvoll sein sollen. Wir können nicht fast alle Zeichenketten als Identifier benutzen. Es gibt schon ein paar, die weg sind, die verbraucht sind. Das if, das switch, das while und wir werden noch ein paar andere solche Schlüsselwörter kennenlernen, die will ich hier in der Vorlesung auch wesentlich in blau markieren. Das ist schon weg. Und für vordefinierte Typen, Integer, Float und Double und sowas, die sind auch schon weg. Also Sie können keine Variable haben, die if heißt, weil die schon weg ist, aufgebraucht, diese Zeichenkette. Aber sonst, also wenn Sie ein Programm programmieren, dann sind ein paar Zeichenketten weg, ein paar im Sinne von 50, 100 oder so ähnlich, die schon gebraucht sind für irgendwas. Und den Rest, die Milliarden, die es noch gibt, die stehen Ihnen zur Verfügung. Man braucht also nicht richtig traurig zu sein, dass manche Zeichenketten schon weg sind. Nachdem ich über Identifier gesprochen habe, also Namen, die ich mir auswählen kann, muss ich jetzt über das sprechen, was ich benenne. Wir hatten schon einen Fall, das waren die Funktionen. Jetzt sprechen wir über Speicherplatz, den wir benennen wollen. Speicherplatz, das sind Variablen. Ich habe hier nochmal versucht hinzuschreiben, das möglichst häufig zu paraphrasieren. Variablen sind Container zum Aufbewahren von Werten. Während unser Programm läuft, aktiv ist, brauchen wir Platz, indem wir Zwischenresultate, Eingaben aufheben können. Temporär aufheben können. Diese Variablen, die wir da vereinbaren, wenn unser Programm beendet ist, wenn Sie im Main Return hinschreiben und dieses Return durchgeführt wird, dann wird Ihr Programm beendet und dann sind all diese Variablen, die Werte, die Sie in Variablen angelegt haben, weg. Aber während unser Programm aktiv ist, gibt es diese Variablen. Der Compiler, wenn Sie dem hinschreiben, ich will ein Integer haben, und dieses Integer will ich mit diesem Namen hier, mit diesem Identifier kennzeichnen, dann sucht er sich ein Stückchen freien Speicherplatz, der Compiler. Und weil es ein Integer ist, zum Beispiel 4 Byte.
Nachdem Sie das hier geschrieben haben, Integer Result, wenn Sie an irgendeiner anderen Stelle in Ihrem Programm Result hinschreiben, in dieser Funktion da drin, dann wird der Compiler immer wieder den Inhalt von diesem Speicherplatz, den er da angelegt hat für Sie, zu diesem Zeitpunkt benutzen. Deshalb habe ich versucht, hier unten so einen kleinen Film horizontal zu verschiedenen Zeitpunkten einen Schnappschuss vom Speicher hinzuzeichnen. Also zum Zeitpunkt T0, wenn es losgeht, ist im Speicher an der Stelle N, da hat der Compiler Platz angelegt, reserviert eigentlich. Zum Zeitpunkt T0 steht da irgendwas drin. Und in dem N plus 2 steht auch irgendwas drin. Das ist jetzt 4 Byte lang. Im N plus 6, da haben wir ein Zeichen, einen Charakter, steht irgendwas drin. N plus 7, N plus 8 steht irgendwas drin. Zum Zeitpunkt T0. Was da drin steht, wir wissen es nicht. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass da was drinsteht, was wir brauchen können. Wir machen also in unserem Programm, jetzt hier zwischen t gleich 0 bis t, finden ein paar Anweisungen statt, Zuweisungen und so weiter, dass wir da was reinschreiben. Dann schreiben wir zum Beispiel, hier haben wir in die vorderste hier, in diesen Speicherplatz, haben wir die Zahl 85 reingeschrieben, hier haben wir die Zahl 0 reingeschrieben und hier haben wir S, ein T und ein X reingeschrieben. Jetzt kommt eine Anweisung und zum Zeitpunkt T plus 1 steht eben hier statt dem Nuller 12,3456 drin. Noch eine Anweisung zum Zeitpunkt T plus 2, also nachdem diese zweite Anweisung hier, die wir betrachten wollen, nachdem die ausgeführt ist, steht hier vielleicht eine 0 drin. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Hier t plus n, nachdem wir also n Anweisungen dann noch ausgeführt haben, weitere, steht hier eine minus 100 drin, hier 12,0 und hier steht u, t und o statt s, t und x. Das hier ist eine Variable, das grüne ist eine Variable und das hier seine Zeichenkette. Oder drei Zeichen hintereinander. Dieser reservierte Speicherplatz, der vom Compiler angelegt wird und dann mit dem Namen, den Sie sich ausgedacht haben, referenziert wird im weiteren Verlauf Ihres Programmes. Das ist das, was man so als RAM bezeichnet. So und so viele Gigabyte, die da in unserer Maschine drinstecken oder hier in meinem iPad sind es, glaube ich, 512 Megabyte oder sowas. Und die Variablen sind also Teilbereiche davon. Und der Compiler sorgt dafür, dass ihr Name, den Sie sich ausgedacht haben, hier vorne steht, wie lang das wird, ne? 2 Byte, 4 Byte, 1 Byte, vielleicht nur ein Bit für einen Boolean oder für einen Float, 8 Byte, ein Double, 8 Byte, dass das unter diesem Namen angesprochen wird. Der Compiler nimmt uns also mit den Variablen eigentlich den Job ab, dass wir direkt Zahlen für den Speicher benutzen müssen. Wir könnten auch in unserem Programm schreiben, einfach Speicher an der Stelle 7538. Wäre bloß ein bisschen schwierig für uns zum Denken, dass wir kein Durcheinander anrichten. Der Compiler, der kann sowas besser als wir. Das Zuordnen von Namen zu Adressen, das kann er besser und deshalb überlassen wir dem das. Wir benutzen das Konzept Namen, Identifier und der Compiler bildet das auf irgendwelche Speicheradressen ab. Wir müssen natürlich schon wissen, was da im Hintergrund stattfindet und wie viel Byte wir kriegen für jede von unseren Deklarationen hier vorne, von unseren variablen Deklarationen. Aber danach, wenn uns das mal klar ist, überlassen wir diesen Job der Buchhaltung, welche Variable wo steht, welche
von unseren Zahlen, die wir brauchen, wo steht, das überlassen wir dem Compiler. Noch irgendwelche Fragen hierzu? Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr über Variablen, aber es ist ein wichtiges Konzept. Funktionen, Variablen, das wollen wir gut können. Also, Variablen werden mit Identifiern bezeichnet, wie schon gesagt. Die verwenden wir zum Beispiel in Formeln, die Variablen. Wir wollen ja nicht immer hinschreiben, Resultat ist 3 mal 4, sondern wir wollen ja hinschreiben, Resultat ergibt sich zu a mal x als Beispiel. Und genauso wie man ja, in der, ich glaube, es ist in der 7. Klasse von der vom Gymnasium, da lernt man ja dann das Rechnen mit Variablen oder ja, das symbolische Rechnen, dass wir nicht nur konkrete Zahlen da um die Operatoren, ums Plus und Minus und Mal darum stehen haben, sondern auch mal sowas wie einen A oder einen B oder einen N. Genauso machen wir das hier. In unseren Formeln werden wir ganz häufig Variablen haben. Als Parameter, wenn wir eine Funktion aufrufen, werden wir gerne Variablen hinschreiben. Die Variablen haben wir schon hingeschrieben beim scanf. Der scanf transportiert uns also eine Zahl, die wir als Buchstaben eingeben an der Tastatur. Das konvertiert er in die Binärdarstellung und legt es uns an den Speicherplatz in eine Variable hinein. Und wenn ich vorhin bei scanf erste Zahl und zweite Zahl geschrieben habe, dann bedeutet das, dass wir erstmal eine Variable deklarieren müssen für erste Zahl und für zweite Zahl. Und dann wird uns das scanf, das was wir eintippen, in den Speicherplatz für erste Zahl und für zweite Zahl hineinschreiben. Und dann können wir es auch wieder ausgeben. Ja, an dieser Stelle habe ich, mir ein Zeichen eingeben lassen, da hinein in diese Variable. Und dann habe ich die Variable wieder als Parameter benutzt, um es ausgeben zu lassen. An dieser Stelle. Also, eine Variable ist Speicherplatz, die uns der Compiler beschafft, die wir verwenden können. Damit wir es einfacher haben, intellektuell, nicht immer in Adressen denken müssen, können wir den Variablen schöne Namen geben. Und ich möchte Sie bitten, da wirklich sich schöne Namen auszusuchen, wenn Sie programmieren. Manchmal brauchen wir auch die Adresse. Es kann sein, dass wir eben für besondere Funktionen nicht den Namen benötigen, sondern wirklich da, wo es liegt. Das könnte zum Beispiel sein, wenn wir ein Netzwerkpaket abschicken wollen, oder das passiert beim scanf. Und die Speicherplatzadresse, die besorgt uns dieses lustige Zeichen hier. Das nenne ich manchmal Ampersand, manchmal kommerzielles Und. Also dieses Zeichen da. Das besorgt uns die Adresse von der Variablen, von dem Identifier. Und das haben wir schon beim scanf gesehen. Und da habe ich nämlich genau die Adresse hinschreiben müssen. Warum, das will ich Ihnen hier noch nicht erklären. Aber da sehen Sie eine Verwendung von diesem Adresse besorgen. Wenn ich also hier hinschreibe und Zeichen, dann wird an dieser Stelle die Adresse eingesetzt und nicht der Wert. Aber da kommen wir nochmal vorbei, das erzähle ich auch nochmal ausführlich.
An dieser Stelle möchte ich noch was anderes erzählen. Ich habe es schon gesagt, eben mal aussagekräftige Namen. Hier muss man wirklich Gehirnschmalz investieren. Wir wollen jedes Mal, wenn wir eine Variable anfordern, wenn wir eine Variable deklarieren, den besten möglichen Namen dafür uns aussuchen. Und jede Minute, die Sie investieren, um einen besseren Namen zu finden, spart Ihnen später Kummer beim Fehlersuchen. Da bin ich ganz sicher. Ich könnte natürlich jetzt vielleicht auch drohen und sagen, wenn Sie keine aussagekräftigen Namen haben, dann gibt es in der Klausur weniger Punkte. Als ich Student war, habe ich auch gedacht, ich bin schlau, ich in der Anfängervorlesung Informatik vor so und so vielen Jahren, da habe ich mir gedacht, das reicht völlig, wenn ich da irgendwelche Namen wähle, die mir jetzt gerade mal so einfallen. Und was hat dieser Assistent beim Korrigieren gemacht? Und dann hat sich noch einen Punkt aufgezogen dafür. Später habe ich dann gelernt, dass das durchaus sinnvoll ist. Gute Variablennamen reduzieren Kummer beim Fehlersuchen, beim Debuggen. Monate später, wenn man ein Programm mal wieder anguckt nach Monaten und was ändern muss da drin, da weiß man nämlich nicht mehr, was man mit Z27 gemeint hat. Oder Z42. Ne? Aussagekräftige Namen helfen, das Programm zu dokumentieren, damit man später oder jemand anders vielleicht, der die Wartung übernehmen soll, später versteht, worum es da geht, das Konzept versteht. Wenn Sie irgendwo im Programm sind, diese Variable ist 3 Seiten vorher vereinbart, sind Sie vielleicht auch dankbar, wenn Sie den Typ an einem Variablennamen erkennen. Wenn Sie vielleicht irgendwo noch ja, eine vernünftige Konvention ist, dass man Integers so mit L, M, N, K oder I oder J oder so ähnlich am Anfang kennzeichnet und Floating Point Zahlen eben mit einem W und einem X und einem Z oder so ähnlich und einem Y. So typische ja, Konventionen, die es da gibt. Ein ganz bekannter Informatiker, ungarischer Abstammung, der Chuck Simony, der war erst beim Xerox PARC, wo so viele tolle Sachen erfunden worden sind, der hat den ersten wirklich anständigen, guten die anständige, gute Textverarbeitung geschrieben. Ich glaube, die ist Bravo da bei Xerox PARC. Später war er dann bei Microsoft, einer der frühen Angestellten bei Microsoft und hat das Word entwickelt. Der hat auch mit seinen Microsoft-Aktien irgendwie, weiß nicht, 2-3 Milliarden Dollar oder so ähnlich verdient, weil er eben früh angefangen hat und ein schönes Paket hatte. Dieser Charles Simony, der hat unter anderem auch eine Art der Namensdeklaration für Variablen sich ausgedacht und für Funktionen, wie man solche Identifier auswählt, diese sogenannte ungarische Notation. Natürlich wird die kontrovers diskutiert. Lange Jahre lang war die Pflicht bei Microsoft. Heutzutage macht man es ein bisschen anders, aber diese ungarische Notation hilft eben, Variablen vernünftig zu benennen. Ich will das hier nicht länger diskutieren und Sie dazu zwingen, es zu benutzen, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es vernünftig ist, wenn man scharf und gut nachdenkt beim Aussuchen von Variablennamen. Nochmal zusammenfassend, wie wird deklariert? Nun, wir schreiben erst den Typ hin, zum Beispiel Integer, und dann den Namen dafür. Hier habe ich einen Integer i und einen Integer j. Wann kann man solche ganz kurzen i und j benutzen? Irgendwo in der Funktion drin, wenn man mal
einen Schleifenindex oder sowas braucht, irgendeinen Zähler, sowas. Da ist I und J schon irgendwie okay und akzeptabel. Jetzt habe ich hier noch ein paar Floats definiert. Das Pi, meinetwegen hier noch ein Psi, oder Karl Otto, oder Klaus Dieter, oder Heinz, oder Person 1, oder Eingabezeichen, oder Eingabezahl. Das können wir alles hier hinschreiben. Sie können sich hier aussuchen, was Sie möchten. Hier einen Charakter, einen einzelnen Zeichen, das benutzen wir gern für Ein- und Ausgabe. Und hier unten habe ich noch ein paar Strings. Name, der wäre jetzt 32 Byte lang, dieser Name. Wir haben ja schon über Strings gesprochen. Der hier wäre 16 lang. Oder zweiter Name, jetzt habe ich hier noch eine Variable mit diesem Unterstrich vorne dran. 31 Bytes lang. Wenn ich hier in der Vorlesung diese spitzen Klammern um was drumherum schreibe, dann soll das symbolisieren, wie diese formale Notation funktioniert. Da kommen wir dann beim Kapitel Theoretische Informatik noch dran vorbei. Dann will ich damit klar machen, dass Sie diese spitze Klammer auf, dann was hier steht, spitze Klammer zu, ersetzen durch was Sie sich selber ausdenken sollen. Also in diesem Fall den Typ, da schreiben wir zum Beispiel Float hin und hier Name, denken wir uns was aus, das Pi, das Psi und so weiter. Und zum Thema Ausdenken, da habe ich jetzt schon eifrig gepredigt. Ja? Namen, ja? Nein, nicht Festplatte. RAM. Okay. Was wir... Okay, die Frage ist, ich abstrahiere mal ein bisschen. Widersprechen Sie mir, wenn das nicht so ist. Ich habe gesagt, wir sollen Namen von Funktionen uns ausdenken, vernünftige, und Namen für Variablen. Aber Variablen ist ja irgendwie Speicher, der irgendwo ist. Wir in unserem Programm, wir sehen Variablen oder wir sollten Variablen benutzen mit ihrem Namen. Deshalb müssen wir uns gute Variablennamen ausdenken, genauso wie gute Funktionsnamen. Der Compiler, der macht aus diesen Namen, die wir uns da ausdenken, irgendwo Speicherplatz, der eine Adresse hat. Genauso wie, ja, wenn Sie im Webbrowser www.tu-freiberg.de eintippen, dann ist das ein Name, den Sie im Kopf haben. Der Webbrowser, der würde oder macht tatsächlich aus diesem Namen, den Sie da sehen, den Sie eintippen, www.tu-freiberg.de, irgendeine lustige Zahl. Erstmal macht er eine 32-Bit lange Zahl draus und zwischendurch wird dann auch mal eine 48-Bit lange Zahl daraus gemacht. Und tatsächlich findet das Netzwerk den Computer, den Sie mit www.tu-freiberg spezifizieren, unter irgendeiner lustigen Zahl. Die lustige Zahl, die könnten Sie sich eigentlich nicht merken. Solche 32-Bit-Zahlen, da kann man sich vielleicht, ich kann mir vielleicht 3, 4, 5 Stück davon merken. Bei Telefonnummern können wir uns auch vielleicht 10 merken. Mehr als 10 ist aber schon hart. Was wir uns merken können, sind gute, aussagekräftige Namen. Telefonnummern sind ein prima Beispiel. Wir merken uns Namen und das tragen wir bei unserem Smartphone ein
und dann tippen wir da noch eine Telefonnummer dazu ein und sobald wir die eingetippt haben, vergessen wir die Telefonnummer. Das Telefon braucht die Nummer, wir Menschen brauchen den Namen. Und genau so ist es an dieser Stelle. Der Computer, der braucht die Nummern, um den Speicherplatz zu finden. Wir Menschen brauchen beim Programmieren die Namen, weil es das was ist, was wir uns merken können. Also wir Menschen finden den Speicherplatz, benennen den Speicherplatz mit Namen und der Compiler und unten drunter die Hardware von der Maschine, die sorgen dafür, dass die Namen zum richtigen Speicherplatz führen, finden. Diese Abbildung vom Namen auf die lustige Zahl, die unseren Speicherplatz trifft, das muss der Compiler für uns erledigen. Das macht das Laufzeitsystem eventuell auch noch. Diese Dinger hier, da wo das Zeug wirklich im RAM steht, darum wollen wir uns, wenn es geht, nicht kümmern. Weil es zu schwierig ist für uns, für unsere Sorte von Intelligenz. Die Abbildung macht der Compiler. Wir kümmern uns um Namen. Aber natürlich, wir kümmern uns um Namen, wir brauchen trotzdem Speicherplatz. Deshalb benutzen wir dieses Hilfsmittel Compiler, um den Speicherplatz für uns finden zu lassen. Formulieren wir es mal so. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen technischen Geräten, insbesondere beim Telefonieren oder im Web, oder bei E-Mail-Adressen. Da schreiben wir so eine lange Zeichenkette hin, faz@tu-freiberg.de. Und da werden tatsächlich mehrere Zahlen draus gemacht. Eine IP-Adresse von einem Mail-Server und dann auch wieder irgendwelche Verzeichnisse auf einer Festplatte und so weiter. Für uns relevant hier ist, wir benutzen beim Programmieren die Namen, der Compiler macht daraus irgendwelche Zahlen. Wenn Sie schreiben Integer Result, dann kann das irgendwo im RAM, zum Beispiel bei der Adresse n, und n kann 7.381.520 sein. Das interessiert uns aber nicht, was es ist. Da liegt es dann. Ja, manchmal brauchen wir sogar die Adresse, aber dieses und danach den Variablennamen liefert uns die Adresse, das geben wir dann jemandem anders. Wir beim Programmieren denken nicht mit diesen Adressen, sondern mit diesen Zahlen, sondern wir denken mit Identifiern, weil es das ist, womit wir vernünftig umgehen können. Ich habe jetzt über den Platz geredet. Den Speicherplatz, der hinter Variablen steht. Wenn wir wollten, könnten wir Variablen auch als völlig Abstraktes betrachten und wir bräuchten gar nicht über Konzept Speicherplatz oder sowas zu reden. Ich möchte Ihnen aber durchaus auch sagen, wie es funktioniert innen drin. Deshalb habe ich den Speicherplatz erwähnt. Manche Kollegen sagen, wir wollen das alles nur ganz abstrakt machen. Speicher ist sowas wie eine Wolke in unserem Computer drin und wir betrachten Variablen eben als Konzept. Nun, ich habe absichtlich den Speicherplatz eingeführt, den wir mit unseren Namen benennen, damit wir damit umgehen können. Jetzt müssen wir im Programm da was hineinschaffen. Und wir haben bisher das Scanf benutzt, um von der Tastatur eine Zahl in so eine Variable hineinzukriegen. Also das Scanf, das war eine Funktion, die was von der Tastatur liest und in den Speicherplatz schafft und
der Speicherplatz, der hieß zum Beispiel erste Zahl oder der kann Name heißen oder Karl Otto. Manchmal müssen wir aber auch in unserem Programm direkt was in eine Variable hineinschreiben. Wir können ja nicht für alle Variablen, die wir so benutzen, die Person, die vor dem Bildschirm sitzt, bitten, das jetzt einzutippen. Manchmal haben wir ja vielleicht eine Variable Pi und da soll sowas da drin stehen. Also double Pi equals und dann die Zahl. Das ist natürlich nur eine Näherung von dem Pi, klar, da wollen wir auch gar nicht behaupten, dass es exakt ist. Oder sowas da, dass wir wollen ein I haben und das soll mit 12 belegt werden. Das hier hinten, diese Zahl hier, die in unserem Programm direkt drin steht, oder diese 4 hier, oder dieses Ding in den Hochkommas drin, solche Zuweisungen oder Initialisierungen hier. Dafür braucht man etwas, das heißt Literal. Literal ist eine, ja, ist auch Speicherplatz, eigentlich. Aber wir benutzen es in unserem Programm als Unveränderliches. Der Wert ist fest. Das brauchen wir zum Beispiel hier unten bei der Vorbesetzung, bei der Initialisierung oder wir brauchen es für Vergleiche. Sie wollen ja irgendwo in Ihrem Programm schreiben, if a gleich 17, dann macht das und das. Oder hier zum Beispiel, Index ist gleich Index plus 1. In Formeln ist das häufig, ne? Da Zeichen ist gleich Zeichen plus 32. Oder Pi ist 3,1415926. Oder das minus Pi, ne? Minus Pi, minus das da eben. Literale sind Zahlen, Buchstaben, vielleicht, also einzelne Zeichen oder Strings, die wir irgendwo in unser Programm reinschreiben. Wenn Sie hinschreiben, wollen Sie wirklich die ganze Festplatte löschen, dann geben Sie ein großes Y ein, sonst geben Sie ein großes N ein. Dann werden Sie da hinterher abfragen, nachdem Sie mit scanf die Entscheidung geholt haben, if Entscheidung ist gleich Y, dann Festplatte löschen. Oder ja, if Zeichen größer Z, dann wollen wir irgendwas machen. Die Literale, das sind eben genau diese Dinger hier. Sowas da, das Rote, dieses Rote hier und das hier sind Literale. Wofür wir es als allererstes mal benutzen, diese Literale, sind Variablen vorbesetzen, nachdem wir sie vereinbart haben. Ich habe ja die Variablen, wenn ich die vereinbare, hier zum Zeitpunkt t gleich 0, steht irgendwas drin. Es ist vernünftig, das ist ein guter Programmierstil, dass man eine Variable, nachdem sie vereinbart worden ist, auch gleich vorbesetzt mit irgendwas Sinnvollem. Und wenn es nur die Null ist. Aber natürlich sollte was Vernünftiges drinstehen. Deshalb habe ich hier ein paar Vorbesetzungen schon mal reingeschrieben. Vorbesetzungen mit diesen Literalen hier, beziehungsweise bei Vergleichen drin oder in Formeln drin. Wir hatten bisher Variablen von Typen. Ja, die hatten einen Grundtyp, Integer,
Float, Double und so weiter. Character. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, dass wir aus einem Integer einen Float machen oder aus einem Float einen Integer machen. Wenn wir irgendwie eine Zahl berechnet haben, kompliziert mit interessanten Formeln und so weiter. Aber der Benutzer braucht nur einen Integer. Dann müssen wir ja irgendwie in der Lage sein, aus so einem Float einen Integer zu machen, sodass wir es übergeben können. Na, wie macht man aus einem Float einen Integer? Man schneidet all das, was hinten dran steht, hinterm Komma ab, beziehungsweise man rundet es. Aus 7.581.292,13 Euro macht man eben einen ganzzahligen Betrag, zum Beispiel. Dieses Konzept des Rundens, das wir ja auch schon in der Schule hatten, das bekommt in so einem Programm beim Programmieren eine Erweiterung, formulieren wir es mal so. Und diese Erweiterung, das heißt Typkonvertierung, Typanpassung. Ich habe hier ein Beispiel stehen, ne? Ergebnis ist gleich i mal pi. Dann nehmen wir also das i, das sei zum Beispiel ein Integer, multiplizieren es mit pi, das ist ein Float, und wenn wir zweimal pi ausrechnen, ist das eben 6,28 und so weiter. Und das wollen wir in einen Integer zuweisen, da muss hinten abgeschnitten werden. 6,28 und so weiter wird auf 6 gerundet und in dem Ergebnis, das wir als Integer vereinbart haben, soll dann also eine 6 stehen. Das ist, wie das eben so ist beim Runden, offensichtlich brauchen wir das, was hinten dran steht, nicht mehr. Oder wir glauben es nicht mehr zu brauchen. Beim Konvertieren von Typen kann also eine Umrechnung benötigt werden, Umrechnung im Sinne von Runden. Oder es kann sein, dass es auch nur eine formale Konvertierung ist. Formal im Sinne von, wir verwenden jetzt einen einzelnen Buchstaben, einen Character, so als ob es ein Integer wäre. Das haben wir übrigens schon mal gemacht. Wer erinnert sich wo? An dieser Stelle, hier, da habe ich das große A eingegeben. Das ist ein Charakter. Das ist hier immer noch ein Charakter, wenn es im Zeichen drin steht. Und hier wird es benutzt wie ein Integer. Da findet so eine Typkonvertierung ohne echte Arbeit statt. Formale Konvertierung. Diese Typkonvertierung, also von einem Variablentyp in einen anderen Variablentyp, von einem Integer zu einem Float, das passiert häufig implizit. Implizite Konvertierung wird vom Compiler gemacht. Wenn ich hier hinschreibe, i ergibt sich zu 1,5, dann konvertiert der Compiler das Float, was hier rechts vom Ist gleich steht, in den Integer. Der wird abschneiden. Zack, bumm, die 0,5 sind weg, im i steht eine 1. Vorsicht, Vorsicht übrigens, wenn ich schreibe j ergibt sich zu minus 5,8, steht minus 5 drin. Sozusagen nach oben gerundet, gell? Wenn ich hinschreiben würde, j, na hier habe ich 1,5, das wird abgerundet durch Abschneiden, das hier wird durchs Abschneiden aufgerundet. Oder wenn ich hier schreibe, f ist gleich 3, dann macht er aus dem 3 eine 3,0 und packt es ins f hinein.
Das ist die implizite Konvertierung. Und das geht auch fast immer so, wie wir es uns denken. Ohne Probleme. Intuitiv richtig. Das muss aber übrigens nicht immer so sein, dass es klappt. Die implizite Konvertierung, wie gesagt, vom Compiler automatisch eingebaut, da finden oder bei Rückgabewerten. Und es gibt da so eine Hierarchie, wie das erfolgt, von was zu was. Regeln, die der Compiler dabei beachtet. Wir können aber auch explizit konvertieren mit einem sogenannten Typecast, Typanpassung. Da schreiben wir hier einen Ausdruck hin, also Variablen oder eine kleine Formel. Und hier links steht, was es denn werden soll. Wir vereinbaren hier mal das n als Integer und stecken gleich eine 3 hinein. Dann machen wir noch ein bisschen was hier, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann machen wir aus dem n erstmal einen Double, indem wir einen expliziten Typecast hier hinschreiben. Double machen wir aus dem n. Jetzt weiß der Compiler, wir müssen eine 64-Bit lange Floating-Point-Zahl aus dem n machen. Aus dieser, na, da steht jetzt 3 drin zufällig. Nein, nicht zufällig, sondern wir haben dafür gesorgt, dass eine 3 drin steht. Und dann berechnen wir davon den Sinus und stecken es ins Resultat hinein. Hier, das nennt man eine explizite Typkonvertierung, einen Typecast. Damit wollen wir es jetzt mal für heute Vormittag gut sein lassen. Wir treffen uns wieder um 16 Uhr hier und, naja, vielleicht schon ein bisschen vorher, und da laufen dann vielleicht noch die Leute vom MDR rum, die haben sich zumindest angekündigt. Mal sehen, was dann tatsächlich stattfindet. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis um 16 Uhr wieder. Ciao!